Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir spielen die Beta 18 und sind in der zweiten Staffel. Und im Moment ist in der Kolonie nicht so sehr viel los, denn es ist Nacht, unsere Leute pennen. Deswegen habe ich hier gerade mal den Ultraschnellvorlauf eingeschaltet. Trebo, warum gehst du nicht schlafen? Hat dich Vicky aufgeweckt? Vorratskapsel. Gucken wir doch mal, was da irgendwas Schönes ist. Bäm, was ist das denn hier? Alpaka-Wolle. Okay, doch, können wir mitnehmen. Die können wir immer brauchen. Da beschwere ich mich nicht. Wo ist das Zeug denn runtergekommen? Nicht so weit weg von der Kolonie. Ich frage mich allerdings, ob sie jetzt schon den Meteoriten abgebaut haben. Der müsste ja jetzt so langsam auch mal fertig sein. Wo habe ich denn mein Geld? Ich glaube ja. Weil es sieht stark danach aus, als wäre hier kein dicker Silbermeteorit mehr übrig. Zumindest sehe ich gerade keinen. Was jetzt auch nicht verkehrt ist. Weil da können wir dann hoffentlich beim nächsten Händler wieder irgendwelche nützlichen Dinge kaufen. Ja, sieht stark danach aus, als wäre der jetzt weg. Das ist auch nicht verkehrt. So, gucken wir doch mal. Uran habe ich jetzt auch einen ganzen Berg hier. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Vielleicht kann ich damit tatsächlich irgendwann Atomwaffen bauen oder so, aber eigentlich will ich das ja nicht. Das klingt so falsch. Wir verlegen uns lieber auf ein paar Granaten. Nee, ist glaube ich alles weg. So, schauen wir doch mal. Was macht denn Raven? Ach, du gehst erstmal spazieren. Ja, warum nicht? Und ihr seid hier erstmal am Frühstücken. Ja, auch okay. Leben ist schön. Unsere Alpakas hier sind auch ganz motiviert. Wachstum Wolle? Männlich, ihr könntet mal so ein kleines neues Alpaka bauen. Wie wär's? Ich bin hier am Überlegen, ob ich nicht irgendwie noch ein zweites. So eine zweite Tiersortierung mache, damit die Viecher hier nicht permanent rein und raus rennen. Dass also nur die Tragetiere hier auch tatsächlich in die Krankenstation rein dürfen. Ah, hier wird unsere Zelle fertig gebaut. Finde ich auch gut. Das sieht stark nach richtig krasser Bauaction aus. Sehr gut. Mal schauen, wie schön ist der Raum. Nicht sehr schön. Eindruck durchschnittlich, Reichtum dürftig. Oh, ziemlich eng, aussieht neutral, sauber. Das spricht zumindest für die Räume, sie sind sauber. Und hier ist es steril. Okay. So, ich gucke jetzt mal, wie viel Stahl ich habe. Denn ich kann jetzt mal langsam anfangen, Vitalmonitore zu bauen. Ich habe jetzt entdeckt, dass das geht. Möbel, diverses hier. Oh, das kostet auch wiederum Stahl. Das ist ja mal fett hier. Böse. So, ich setze das mal an dieses Superkrankenbett. Weil das ist unser Bestes bisher. Und ich denke mal, das werden wir sicherlich noch brauchen können. Falls sich mal irgendjemand tatsächlich operieren oder neues Zeug einbauen muss oder so, dafür taugt das dann. So, haben wir jetzt hier irgendwie ein schönes Schwert hingelegt? Ein schlechtes. Ich glaube, das ist ein altes. Das hier auch. Hat sich Devlin jetzt schon ein neues Schwert geholt? Überlegen, okay. Was machst du hier? Stoffhose aus. Ah, Stoff, okay. Ja, ich lese es ja schon vor. Stoffhose aus. Ja, Stoff. Yay! Das sind wieder so diese Erkenntnisse. Stoffhosen. Juhu! Aus Stoff. Stellt euch vor. Ich baue Stoffhosen. Yay! Okay, zum Thema Sicherheit. Wir können mal wieder ein paar neue Schlagfallen bauen. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier welche hintun. Und hierhin. Tö.
wenn wieder mal die nächsten Killer-Emos oder sonst irgendwas vorbeikommen, dann tun die sich hoffentlich hier so ein bisschen weh. Den Gedanken finde ich nämlich irgendwie sehr lustig. So, kann ich hier irgendwas holen? Nein. Bereit zum Ernten. Oh, das könnte man mitnehmen. Das hier auch. Sehr schön. Lecker Agave. Wer hat denn hier geerntet und es wieder nicht mitgenommen? Alter. Ah, gibt's das? Komm, hol das erstmal bitte. Das wird sonst nur schlecht. Ah, Raven baut die Schlagfallen, okay. So, hier haben wir die Waffe von Major. Mal gucken, wem wir die geben können. Repetiergewehr. Ich glaube mal, ich werde Iselle dieses Sturmgewehr geben. Denn die ist eine recht gute Schützin. Und dann können wir das Repetiergewehr an jemanden verteilen, der vielleicht nicht ganz gut ist. Vicky hat ein MP. Die kann aber auch nicht sonderlich gut schießen. Devlin hat gar keine Waffe, weil sie nämlich nicht kämpfen möchte. Was hat Trebo? Der hat eine Schrotflinte. Wie gut ist der daran? Der ist besser im Nahkampf. Okay. Kena hat jetzt das mega fette Minigun-Teil. Finde ich auch irgendwie lustig. Ich glaube, ich habe unser Holz schon wieder aufgebraucht. Na, sieht stark danach aus. Aber ist jetzt nicht wild. Ich meine, dafür haben wir es ja, um lustige Dinge zu bauen, an denen die Leute ganz viel Spaß haben. Insofern passt das schon. Wir haben immerhin jetzt schon mal 10 Granaten. Das heißt, das nächste krasse Ding kann kommen. Naja, bitte nicht. Also diese Raumschiffe finde ich doch sehr unangenehm. Ich glaube, ich mache jetzt echt eine zweite Tierzone. Zonegebiet. Dach erstellen, Arbeitsgebiet erweitern. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine neue Zone, neues Tiergebiet. Für die Nichtträger. Tiergebiet Nichtträger. Ihr dürft hier draußen gerne überall hinrennen. Habe ich kein Thema mit. Euch dann hier verlustieren oder so, wenn ihr darauf Lust habt. Alles kein Thema. Aber eben nicht mehr ins Haus. So, dann gucken wir doch mal. Welche Tiere können hier so nützliche Dinge wie Leute transportieren? Oder tragen? Könnt ihr nicht? Kannst du auch nicht? Kannst du nicht? Du auch nicht? Und du bist dann bitte auch hier. So. Das sind dann schon mal weniger Viecher, die mitten im Haus rumrennen. Victor muss ich das noch. Nee, Piper, die muss ich das noch beibringen. Oh, der ist ja inzwischen schon richtig gewachsen, meine Güte. Cool. Der konnte das als Kleiner natürlich noch nicht lernen, deswegen hat er den Skill noch nicht. Ja, das ist ja witzig. So. Und Victor ist einfach noch zu klein. Klar. So, jetzt haben wir immerhin 5 Tiere weniger, die im Haus rumrennen und da Dreck machen. Das finde ich schon mal gut. Du gehst Reis ernten. Oh, Major holt Silber. Das heißt, wir haben den Meteoriten irgendwo abgebaut. Ich weiß jetzt noch nicht mehr wo. Was ja schon sehr gut ist. Denn mehr Geld brauchen wir auf jeden Fall. Was war das hier? Sandstein. Der kam hier auch mal runter, aber Sandstein brauchen wir ja nicht so dringend. Okay, gucken wir mal, was im Wildlife unterwegs ist. Nur Boomratten und Elefanten und ein Strauß. Ein einsamer Strauß. Wäre natürlich ein Gedanke, mal wieder ein bisschen jagen zu gehen, weil das Fleisch ist mal wieder alle. Das mit den Elefanten ist ja so ein bisschen so eine Sache. Es sind einfach zu viele auf einen Haufen. Yep.
Das sind definitiv zu viele. Ja, sehr, sehr viele. Nein. Ich glaube mal, den Strauß krallen wir uns dann mal. Wenn so die anstehenden Arbeiten alle erledigt sind. Denn es gibt ja momentan doch noch so einige Dinge zu erledigen, die wichtig sind. Zum Beispiel Bauteile produzieren. Das wäre Kenas Job. Warum bearbeitest du Steine? Ach. Schade, dass man bei diesen Jobs an sich nicht priorisieren kann, wer es macht. Das ist so ein bisschen blöd. Baut Gebiet an, trägt Holz, näht ein T-Shirt, baut einen Drachenbaum an, okay. Vicky? Warte mal. Du warst doch auch jemand, der gern Handwerk mag, genau. Ja, wir sollten sie mal ein bisschen mehr handwerken lassen, damit sie da ihre Talente ausbauen kann. Oh, wer hat denn jetzt schon wieder... Warte mal. Die Hose. Wo ist die Hose gelandet? Die müsste doch hier auch irgendwo sein. Irgendjemand hat seine Stammesbekleidung abgelegt. Es ist doch echt nicht eine Möglichkeit. Nein, ah, T-Shirt. Hm. Irgendjemand hat sich wieder die neue Hose gegriffen. Es ist doch echt nicht wahr. Stoffhose. Schlecht, aber... Nee, das war sie nicht. Hat sich die verdammte Hose geholt. Es war eine Stoffhose, ich weiß das ganz genau. Ich würde mal sagen, Trebo ist der Übeltäter. Alter. Ich sehe schon, ich muss irgendwie ein paar Klamotten auf Vorrat basteln, weil die alle hier irgendwie neue Klamotten haben wollen. Echt heftig. Na, Raven putzt hier schon mal, das ist auch schön. Da freue ich mich doch. Eieiei. So eine Sache hier. Kleine Skulptur fertiggestellt. Schauen wir mal, was sie sich da mitgenommen hat. Eine gute kleine Skulptur. Das ist besser als nichts. Ich hoffe einfach mal, dass das Ding zumindest so ein bisschen was taugt für dieses eine Zimmer. 100. Ja, ist okay. Also für so ein Räumchen ist das kein Thema. So, wir brauchen immer noch eine verdammte neue Hose. Ey, es ist doch echt nicht die Möglichkeit. So, jetzt ist hier ein Shirt. Normales Shirt. Das ist so ein bisschen wie Köder auslegen. Wir legen hier so einen Köder hin mit in Form eines Shirts und ja. Vielleicht greift es sich dann irgendjemand. Du hast dir ja das Super-Shirt geholt. Ah, okay. Exzellentes Schildkrötenleder-Shirt. Aha. Ich bin gespannt, wer sich das nächste dann greift. Das ist echt wie so eine kleine Lotterie. Oh, wir haben schon die nächste Granate. Yeah. Das ist doch mal fein. So, damit wir hier mal einen richtig dicken Vorrat haben. Was kosten denn die EMP-Granaten? Die waren, glaube ich... Ja, stimmt, die brauchten ein Bauteil. Aber wir können ja jetzt Bauteile nachbauen. Eine stelle ich her. Aber jetzt sind sie sowieso alle am Pennen. Also spulen wir wieder ein Stückchen vor. Das mit der Hose. Störung automatisch. Okay. Da geht dann unser Bauteil erstmal hin. Lalalala. Das muss man natürlich reparieren. Falls dann irgendwelche unfreundlichen Besucher vorbeikommen, ist das immer eine ganz hilfreiche Sache. Und Isel geht gleich mal wieder forschen. Auch nicht schlecht. So, hier haben wir den Vitalmonitor. Operationsfaktor plus 10%, Behandlungsqualität plus 7%, Immunisierungsgeschwindigkeit plus 2. Oh, das ist ja geil. Cool. Das ist ja mal richtig cool. So, hier ist ein Gefangenenbett. So, jetzt haben wir hier zwei Zellen für irgendwelche armen Schweine, die wir irgendwo finden. Passt.
Schade, dass ich hier nicht irgendwelche Leute priorisiert zuweisen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Na, ihr esst erstmal Frühstück zusammen. Auch okay. Oh, voll die große Runde. Gleich mal 4 Leute auf einmal, die zusammen frühstücken. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ja, doch, läuft. Und Sebo zähmt den Wolf hier im Krankenzimmer. Ist okay. Manchmal sind unsere Viecher echt sehr, sehr amüsant. Hier ist eine große Schnarchrunde im Stall. Alle Viecher noch am Pennen. Ihr könntet doch mal so ein kleines neues Alpaka. Wie wär's? Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, mal gucken, wie es mit den Kakteen aussieht. Oh, den kann ich schon holen. Den auch. Die wachsen richtig gut. Da kann man sich echt nicht beschweren. Ah, bis die hier zum Hacken kommen, ist der auch fertig. So, Kina bastelt jetzt erstmal eine neue Hose. Welcher Skill steigt denn da eigentlich an? Ist das Handwerk? Geistige Arbeit, Kunst? Bergbau? Nee. Sozial. Oh, ich könnte sie eigentlich auch mal ein bisschen verhandeln lassen. Früher. Da kommt schon die nächste Granate. Sehr gut. Wir brauchen viele Granaten. Das nächste Alien-Raumschiff kommt bestimmt. Wer weiß, was dann alles passiert. Kena, wo steckst du denn jetzt schon wieder? Ach, erstmal essen, okay. Ja, kein Thema. Kriegen wir hin. Die Minigun finde ich schon sehr, sehr hart. Hergestellt von Mechaniken. Boah, will ich mir gar nicht vorstellen, was das für eine unschöne Sache dann wird. So, jetzt kann ich aber mal gucken, wem ich jetzt noch die Flinte gebe. Der hat eine. Du hast ein Repetiergewehr, du hast das hier. Oh, wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet momentan. Ja, ich habe euren Tipp ernst genommen, nachdem ihr gesagt habt, Recurve-Bögen sind blöd. Sind für den Anfang ganz nett, aber ich glaube, wenn wir dann tatsächlich mit irgendwelchen komischen Mechanoiden und so weiterhin zu tun haben, ist das wahrscheinlich eine bessere Idee, wenn wir hier ordentliche Schusswaffen haben. So, Kena, wie sieht's bei dir aus? Du handwerkst hier so brav vor dich hin. Starker Meister, das finde ich gut. Vicky macht hier einen auf geistige Arbeit, auch gut. Wo steckt die gute Iselle? Riesenkakteen abpacken, okay. Warum nicht? Du hast die letzten Tage so viel Zeit am Forschungstisch verbracht. Wow, planetenweit bekannter Meister. Also wenn ich mir überlege, dass sie inzwischen auch so extrem viel beforscht hat, das ging echt gut. So, Devlin, was können wir dir denn als Arbeit geben? Kunst, okay, Konstruktion, Landwirtschaft. Aber sie ist schon mal echt nicht schlecht. Also man muss ihr lassen, sie macht das gar nicht übel hier. Kina hat ja noch gar kein Kunstwerk in ihrem Raum. Das ist ja krass. Tatsächlich. Das ist voll hässlich. Und Major und Raven haben auch keins. Wow. Habe ich hier meine ganzen Veteranen total vergessen irgendwie? Das ist ja mal heftig. Okay, das muss ich ändern. Wovon haben wir denn gerade viele? Granit, okay. Dann bauen wir doch mal ein Kunstwerk aus Granit. Kleine Statue herstellen. So, was haben wir denn da? Granit. Da darf dann Devlin wieder ran.
Aber die hackt jetzt erstmal ein paar Bäume. Auch okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz auf Vorrat. Da sage ich auch nicht nein zu. Und irgendjemand hat das Ding hier schon repariert. Ja, wir brauchen ganz dringend jemanden, der sich an die Bauteile hängt. Also spätestens, wenn Kena jetzt damit fertig ist, hoffe ich mal, dass sie an die Bauteile rangeht. Kena? Na, Kunst machst du nicht. Kunst werden wir Devlin zuweisen. Und Schneidern. Vicky möchte das gerne lernen, das heißt, hier werde ich die Priorität auch untersetzen. So, was macht sie denn jetzt gerade? Ah, jetzt haben wir mitgekriegt, dass wir Bauteile basteln müssen. Okay, sehr schön. Oh, warte mal. Komm, Kena, jetzt mach das wenigstens fertig hier. So, Holz. Ah, wer hätte gedacht, dass sie dann gleich das Ding liegen lässt? Fehlen ja nur noch 2 Punkte. So. Und das ist dann jetzt hoffentlich die Hose für Joel, der seine Do findet. So, wo bringt sie die denn hin? Hä? Wo liegt denn jetzt die Hose? Ah, hier. Warte mal. Komm, Joel, greif dir mal die Hose hier. Oh Gott, was ein Furz. Jetzt bräuchte ich echt noch so ein Mod, mit dem man das Zeug irgendwie zerstören kann. Also so diese alten Sachen, die niemand mehr haben will. Oder hier sowas wie Alpaka-Wolle, Stammesbekleidung, ist echt so... Seufz. Okay, wir können hier demnächst mal wieder ein paar neue Drogen ernten. Auch nicht verkehrt. Und hier oben werden Bauteile hergestellt. Sehr sympathisch. Ihr Lieben, an dieser Stelle verabschiede ich mich mal wieder von euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Macht es gut soweit, wenn ihr das Game selber spielt. Ich hoffe, ihr erlebt die Abenteuer, an denen ihr Freude habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Und tschüss.